Freunde, herzlich willkommen zu einem nagelneuen Unboxing hier auf meinem Kanal. Ich habe ein Fanpaket erhalten und zwar von der Ina. Ein bisschen zur Erklärung, ich war ja im Dezember auf dem Weihnachtsmarkt und ihr wisst das Problem, ich hatte zum Unboxing kein richtiges Messer da und habe eben meine Pakete mit einem Seitenschneider geöffnet oder eben mit einer Schere, die auch nicht mehr so ganz scharf waren. Der Grund ist ganz einfach, dass mein Messer, das ich normalerweise benutze, eben auf dem Weihnachtsmarkt lag, weil ich es da gebraucht habe. Und das fiel einer Zuschauerin auf, die hier auf meinem Kanal meine Videos regelmäßig sich anschaut. Und die hat mich angeschrieben im Dezember, ob sie mir denn ein Messer schicken dürfte. Ja, warum nicht, habe ich mir gedacht. Und wir haben uns ein bisschen unterhalten und ein bisschen getextet. Und sie sagte, sie schickt mir ein Paket vorbei mit einem Messer drin. Und das ist gestern gekommen. Das konnte ich leider nicht in der Packstation abholen. Das wurde weitergeleitet an die Postfiliale. Und da war ich gerade eben, habe das Paket geholt. Und das steht hier vor mir. Wie gesagt, das ist von der Ina und dem Pidi. Ich habe keine Ahnung, was drin ist. Es hat relativ schweres Gewicht. Ich weiß, dass ein bisschen was von meinem Kater drin ist, der gerade hier hinten auch sich so ein bisschen anschmut, weil es ist relativ kalt draußen heute. Ich würde sagen, wir schauen einfach hin, lassen uns überraschen und schauen mal, was die liebe Ina da reingepackt hat. Und vor allem, was für ein Messer das ist. Und das ist jetzt für das Messer hier auch der letzte Akt. Denn ab jetzt werde ich immer das Neue, was da mit drin ist, auch nutzen. Wir fangen an. Ich öffne das Paket und ja, ich brauche doch nochmal das Messer. Wahrscheinlich habe ich da falsch geschnitten. Und das Ding ist wirklich stumpf wie Wolle. Wir fangen an. Okay, es ist ein bisschen was verpackt, sehe ich gerade. Was haben wir hier? Das ist relativ schwer. Es ist auch ein bisschen was zum Essen drin, habe ich so ein Gefühl. Wir haben hier einmal ein Stück Schwarzwälder Schinken. Und ja, ich liebe diesen Schwarzwälder Schinken, bin ich ganz ehrlich. Ich mag den unwahrscheinlich gern. Werde ich auf jeden Fall essen. Coole Sache, freut mich schon mal riesig. Und dafür schon mal vielen Dank. Wir machen weiter. Man riecht das schon regelrecht, diesen Schinken. Wir haben hier noch was Kleines. Und wir haben hier Landjäger. Bin ich auch Fan von. Ja, mal gut, dass ich heute nichts gegessen habe. Also weißt du jetzt schon, was da anschließend kommt. Ich werde mir das auf jeden Fall mal zu Gemüte führen. Was haben wir noch drin? Wir haben noch mehr Wurst. Fühlt sich so an. Nein. Hier haben wir schon mal ein Messer, und zwar ein Teppichmesser. Die kenne ich tatsächlich schon, sind unwahrscheinlich scharf, sind mit Abbrechklingen. Hätte ich auch noch massig da gehabt, finde ich aber cool, jetzt habe ich ein neues. Wir machen weiter. Dann haben wir hier nochmal ein Teppichmesser. Diesmal in der gleich großen Variante, also genügend, um was zu öffnen. Kann man immer gebrauchen, definitiv. Wir machen weiter. Was haben wir hier? Da ist was Ingepacktes. Wir haben hier... Fühlt sich nach einem Glas an. Ist übrigens ein cooles Papier. Und es ist unwahrscheinlich gut verpackt. Das sieht nach Senf aus, wenn ich da mal so reinlucken darf. Ja, wir haben von Devilly mittelscharfen Senf. Also passend hier zum Frühstück. Jetzt fällt mir noch die Scheibe Brot dazu, aber die habe ich Gott sei Dank drüben. So, dann haben wir hier noch mal was. Etwas länglicheres. Keine Ahnung, was da drin ist. Lasst uns reinschauen. Also auf jeden Fall sehr gut verklebt, so viel kann ich schon mal sagen. Und es ist auch nochmal verpackt. Es ist eine schwarze Verpackung.
Ja, ich gehe mal von aus. Ich brauch's doch noch mal, es bringt nichts. Dass diese Messer, also die Teppichmesser, mit Sicherheit nur so mitgepackt wurden, denn jawohl, da oha. Denn hier kommt das richtige Messer, was er mir versprochen hat. Und das ist ein wahnsinnig cooles Teil. Richtig cool. Und ich hoffe nicht, dass ich mich jetzt gleich schneide. Oh ja. Und es ist unwahrscheinlich scharf. Freunde, das wird mein neues Unboxing-Messer werden. Auf jeden Fall. Das ist richtig cool. Und wie gesagt, ich muss da wirklich immer die Hülle drum machen. Es liegt unwahrscheinlich gut in der Hand. Man hat hier auch so einen Griff für den kleinen Finger. Finde ich richtig gut. Perfekt. Damit hast du ausgedehnt. Sorry. Richtig cool. Das freut mich. Und dann haben wir hier noch was Großes. Schweres, was ohne mal extra eingepackt ist. Und das packe ich gleich aus. Die Box ist damit leer. Und sie sagt ja noch, dass was für meinen Kater mit dabei wäre. Und ich gehe jetzt mal von aus, dass das da drin ist. Leider kann ich euch nicht bei den normalen Unboxings einen Artikel und den Preis mit einblenden, weil das funktioniert da nicht. Ich will auch gar nicht wissen, wo man so ein Messer suchen sollte oder wo man das herkriegt. Muss ich erstmal weggucken, dass mein Kater jetzt hier daneben sitzt. Ja, wir haben hier was drin für meinen Kater. Und zwar haben wir hier einmal von Felix, was er tatsächlich unwahrscheinlich gern frisst, Geschmacksvielfalt in Gelee. Da wird aber jemand nachher mampfen. Da freue ich mich auch drüber. Unwahrscheinlich. Ja, dann sind wir hier durch. Und ich muss sagen, sehr schöne Box. Ich freue mich unwahrscheinlich, auch wenn man mir das so nicht ansieht. Aber es ist wirklich cool. Ich habe was zu essen, mein Kater hat was zu essen, ich habe was zum Öffnen von meinen nächsten Paketen. Und wie gesagt, ist ein richtig cooles Teil, gefällt mir unwahrscheinlich gut. Ja, Ina, Pitti, vielen, vielen lieben herzlichen Dank dafür. Wir werden auf jeden Fall nochmal schreiben und wie du ja schon angeteasert hast, es kommt ja im Dezember nochmal was, ihr sammelt ja schon. Ihr wisst, ihr müsst das nicht unbedingt tun. Ich freue mich natürlich über jede Kleinigkeit. Ja, was soll ich sagen? Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Und ja, wie gesagt, beim nächsten Unboxing ist dieses Messer auf jeden Fall am Start. Und das andere kommt jetzt aber zum Weihnachtsmarkt. Freunde, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu dem Paket meint. Ich freue mich unwahrscheinlich über die Sachen, die ich gekriegt habe. Ihr wisst, das ist nicht unbedingt notwendig und auch nicht selbstverständlich, dass ihr sowas macht. Vielen lieben Dank dafür und ja, ich werde jetzt erstmal was essen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Freunde, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und nochmal an euch vielen herzlichen Dank, Ina und Pidi. Wir reden nochmal darüber, ja, und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.